Wir haben neue Räumlichkeiten, es gibt neue Möglichkeiten, die wir haben für unsere Kunden. Wir haben neue Geräte, wo wir unser Angebot weiterhin führen können. Wir können einzahlen, wir können auszahlen, wir können Geld wechseln. Wir sind ganz nah an unseren Kunden, wir sind weiterhin da. Ja, das ist so ein bisschen das, was sich geändert hat. Für die Kunden eigentlich nichts gross. Sie können weiterhin alles machen, was sie bis anhin machen konnten. Ist alles ja sehr offen, das ist der neue Trend. Also, genau. Hast du nie Angst? Du stehst immer einfach direkt vor den Kunden, wenn sie reinkommen? Nein, das ist eigentlich genau das, was ich will und was ich auch gerne habe. Ich bin gerne bei den Kunden, ich gehe gerne auf die Kunden zu. Ja, genau. Wir hatten das Ziel, Nähe zu vermitteln. Wir sind ja viele noch gewöhnt an die Zeiten, wo die Banken noch für Verstecken da waren. Das ist ja heute nicht mehr, zum Glück nicht mehr. Die Gebäude sind aber noch so ein bisschen nach all gewesen, nach dem Muster. Und da haben wir jetzt versucht, das aufzubrechen. Wir haben ein Gebäude, das wir Nähe vermitteln wollen, das sehr hell ist, das einladend sein soll. Und eben genau nicht das, was man den Banken etwa nachsagt, dass wir die Leute weg haben wollen, dass wir sie draussen haben. Im Gegenteil, wir wollen sie bei uns im Haus haben und wir wollen einen Gegenpart bieten zu dem, was man online machen kann mit eben sozialen Kontakten. Wir glauben an soziale Kontakte, an physische Begegnungen und dass das auch von den Leuten geschätzt wird. Und das zeigt jetzt ein bisschen heute auch. Ganz viele Leute kommen schauen und sind da gewundert auf das, was wir gemacht haben. Und da sind wir froh darüber. Kann man sagen, Raiffeisenbank zu Krebs und auch überhaupt in der Region sehr beliebt, egal was so in den Medien herumkursiert ist? Ja, die Leute können sehr gut unterscheiden zwischen dem, was bei Raiffeisen Schweiz passiert ist, mit dem Fall Vinzenz, und was bei den einzelnen Raiffeisenbanken ist. Sind ja alle Raiffeisenbanken autonom, sind 217 autonome Rechtspersönlichkeiten, auch mit eigenem VR und sehr, sehr viel Kompetenz vor Ort machen zu können, wie wir eigentlich das gerne wollen. Wir können uns an Land und Leute orientieren. Auch das ist etwas, was wir hier natürlich haben wollen. Wir haben ganz, ganz viel Bezug bei diesem Umbau zum Schloss Werdenberg. Hier sind wir jetzt genau in der 24-Stunden-Zone im Eingangsbereich. Die Silhouette von, ich glaube, man muss es nicht erklären, was es ist, darum haben wir es auch nicht angeschrieben. Schloss Werdenberg kennen in Grabs mindestens, aber auch überhaupt in der Region so ziemlich alle. Und Schloss hat sehr viel Symbolkraft und die haben wir nutzen für den Umbau, um Regionalität zu vermitteln, aber eben auch die Werte, die das Schloss mit sich bringt und die 800-jährige, glaube ich, Geschichte, die es hat, so für uns auch aufnehmen, Beständigkeit, Solidität und auch Sicherheit, eigentlich alles Sachen, die wir auch mit uns in Verbindung bringen wollen und die Kunden das hoffentlich auch tun. Darum eben verschiedene Bezüge zum Schloss, das ist einmal das Erste mit den Silhouetten. Dann haben wir zum Beispiel den Boden, wo wir so ein das Mauerwerk vom Schloss auch wieder symbolisieren. Oder dann gerade hier auf dieser Seite die Holzelemente, die sieht man überall immer wieder, die Holzelemente. Wir haben sehr viel mit Holz gebaut, was natürlich auch einfach etwas ist, wo man viel verwendet in der Region, die Holzsachen, aber eben auch der Bezug zum Schloss. Man sieht es mit den Spitzen, wo dann wieder so ein bisschen aufs Dach zum Beispiel vom Schloss auch deuten, die das im Kopf haben, das Zwiebeldächel mit dem Spitzchen oben drauf. Oder dann haben wir dort hinten, da eben zum Beispiel die Filzsachen. Das ist einerseits, dass man so ein bisschen den Lärm dämpfen kann. Man merkt dann das in den diskreten Besprechungszimmer hinten dran noch sehr gut. Aber es sind eben auch, wenn man die Hinteransicht vom Schloss im Kopf hat, sind es auch die Balken von dem Schloss, also die Fensterläden quasi, wo wir mit dem da nochmal abbilden, wo man eben wieder ein Element vom Schloss nochmal aufnimmt. Wo man das hoffentlich auch ein bisschen erkennt. Vielleicht braucht es auch die eine oder andere Erklärung dazu. Was spielt es sich da hinten ab? Sind das Beratungsgespräche denn da? Das sind so halboffene Beratungsnischen, wo man uns sieht. Das ist auch bewusst etwas. Wir wollen, dass die Mitarbeiter gesehen werden. Es ist auch egal, wenn die Kunden gesehen werden. Die Diskretion ist nicht mehr so im Vordergrund wie früher, aber wir können sie immer noch anbieten in den klassischen Besprechungszimmer hin. Aber das ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil, dass wir eben offen sind. Und da kann man zum Beispiel mal einen Kaffee nehmen mit jemandem über eine
über eine Vertragsunterschrift diskutieren oder eine kleine Kontoeröffnung machen. Alles so Sachen, vielleicht bis so etwa eine halbe Stunde gehen. Und wenn es dann noch etwas intensiver wird mit der Beratung, dann gibt es natürlich auch noch die Diskretionsräume. Jetzt sind wir hier bei der Rittertafel. Das ist ein weiteres Element, das wir vom Schloss Werdenberg übernommen haben. Das ist ein Teil, wo wir eigentlich Begegnungen ermöglichen wollen, auf verschiedene Art und Weise. Da gibt es Mitarbeitersitzungen, wo man uns dann aber auch bewusst von aussen sieht, dass da etwas am Laufen ist. Oder wir können auch mit Kunden zum Beispiel kleine Schulungen machen, E-Banking oder App oder Twint oder all die Sachen. Wir haben einen schönen Monitor, den man nutzen kann für das, wo man die Sachen wunderbar zeigen kann. Wir haben dann hier sogar noch ein Whiteboard und weitere Möglichkeiten, eine Sitzgelegenheit, wo man eben für intern oder extern nutzen kann, wo wir eigentlich die Idee haben, dass das auch eine Begegnungszone soll sein, die einladend ist, wo die Leute eben auch sehen, da läuft etwas in dieser Bank, da wird nichts versteckt, das ist alles transparent und wir wollen Nähe, eben nochmal das wichtige Wort für uns, Nähe mit dem auch dokumentieren. Es sind ja nicht alle Leute schon ganz digital oder kaum jemand ist ganz digital und darum haben wir hier hinter dieser Säule, in dieser Verkleidung auch noch ein Whiteboard versteckt, wo wir eben auch noch ein bisschen analog arbeiten können. Eben auch nochmal für kleine Schulungen, für Kunden, zum Beispiel Rentner, die sich ein bisschen schwer tun, aber die interessiert sind mit E-Banking und all diesen Sachen, können wir da wunderbar aufzeigen, wie das funktioniert. An dieser Rittertafel zum Beispiel auch etwas zu Mittag haben, ein Sandwich miteinander einnehmen und gleichzeitig eine kleine Schulung können geniessen. Die vielleicht nicht unbedingt auf einen Hochstuhl sitzen möchten, die können sich dann hier auch sich bequem machen auf diesen Sitzstufen, wie wir dem sagen. Und eben ganz ein wichtiges Element ist auch, wir wollen hier auch die Mitarbeitenden zeigen und auch mit denen die präsent sein da vorne und auch mit denen Sitzungen machen. Wir haben eben, wie gesagt, nichts zu verstecken. Wir wollen im Gegenteil die Leute zeigen und auch bekannte Gesichter zu zeigen. Die Grabs kennen ja viele Leute und unsere Grabs-Mitarbeitenden kennen die Kunden. Haben Sie nie Angst wegen dieser Offenheit? Nein. Ich glaube, die Offenheit schützt eher besser, wenn sie so geschlossen ist. Weil durch das, dass es von außen auch sehr gut einsehbar ist, macht es ungemein schwieriger, um da irgendetwas einen Überfall machen oder was auch immer. Und natürlich das neue Konzept mit dem Bargeld hilft dort dann auch. Es sind nicht klassische Schalter. Es wird schwierig, wenn man da jetzt einen Überfall machen würde, kommt man eher nicht so gut an etwas her. Hier sehen wir einen von diesen neuen Monitoren, wo man gegen innen etwas drauf sieht und auch gegen aussen. Man sieht jetzt zum Beispiel gerade Börsensachen, aber wahrscheinlich interessiert die Leute viel mehr die Fotos, die jetzt gerade am Wechseln sind, mit unseren Mitarbeitenden. Wir haben 41 Mitarbeitende bei der Raiffeisenbank Werdenberg. Davon sind etwa 223 hier in Grabs tätig, die anderen sind in Buxen und in Trübach. Und man sieht eben gegen aussen und gegen innen das Gleiche auf diesen Monitoren. Wir haben noch einen zweiten im Hintergrund dort, wo man eigentlich auch noch das Gleiche drauf hat. Man kann auch andere Inhalte über das gegen aussen zeigen und eben dann kann auch jemand sich da noch informieren, außerhalb von den Öffnungszeiten. In Ergänzung zu der 24-Stunden-Zone, die wir ganz am Anfang vorher ja rasch angeschaut haben, die auch immer zugänglich ist und diverse Dienstleistungen können gemacht werden können.